Kurt Tucholsky schrieb mal die Schlager, also Lieder, die bei Massen einschlagen. Lügen nicht, weil sie die Seelenverfassung derer ausdrücken, die sie mögen und uns zeigen, in welcher Zeit wir leben und wie diese Zeit beschaffen ist. Schlagermacher bestätigen das. Der Komponist Michael Kunze sagt, man muss nur formulieren, was in der Luft liegt. Und Branchenprimus Mitch Miller meinte, Erfolg haben solche Lieder, bei denen die Konsumenten nicht merken, dass ich durch sie reich werde. Wer ist nach dieser Definition heute der größte Hitproduzent? 65 Millionen Tonträger in 5 Jahren, das gibt's nur bei einem. Du zappst im Fernsehen MTV Award an Eminem. Alle Musik-Oscars an Eminem. Grammy für Eminem. Eminem als Klingelton. In der linken Zeitung Jungle World lese ich Eminem und die Ebenen des Nein. Eminem, ein begnadeter Poet, brillant. Was die Eminem-Show von anderen unterscheidet, ist die Bewusstheit und das Reflexionsniveau, auf dem Eminem sich bewegt. Eminems Kunst mache endlich ernst mit der Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft kein Außen mehr hat, dass es nur noch Medien gibt. Kaum jemand gelingt es, all diese Ebenen des Neins so zu reflektieren wie Eminem. Hat das Nein auf allen Ebenen heute das Zeug zum Schlager? Oder stimmt da was nicht? Jedenfalls nichts für amerikanische Elternverbände. Wenn er mit seiner toten Freundin im Kofferraum und seinem Töchterchen auf dem Beifahrersitz ans Meer fährt, um den Leichnam zu entsorgen. Davor hatte Eminem seiner Freundin Kim in einer millionenfach verkauften Fantasie die Kehle aufgeschnitten und sie Blutteschlampe, Blutte gesungen, wie ein geschlachtetes Schwein ausbluten lassen. Weil sie die wirklich erste Freundin war, die ich hatte, und auf einmal will die mich verlassen. Der Ehrenmord, nicht? Damit der Reflexionsbegabte sich im weißen Vorort noch sehen lassen kann. Er schleift eine Kim-Puppe auf die Bühne, alle schreien Kill Kim und er zerfetzt die Puppe, was Elternverbände in Alabama gar nicht mögen. Das ist nur was für Postlinke auf der Suche nach der Wiederkehr ihrer verlorenen Pubertät. Egal, es ist authentisch. Authentizität, die Überethik des Rap. Ich lege mein Geld gut an. Behandle jeden einzelnen Dollar so, als wäre er mein letzter. Sagt Eminem. Genauso authentisch wie Eltern in Montana. Dafür muss der schwarze Rapper 50 Cent schon 8 Einschüsse in der Brust zeigen. Hier meine Lizenz zum Töten. Als Weißer habe er es da leichter, sagt Eminem. Wenn ich Schwarzer wäre, würde ich nur die Hälfte verdienen. Ach, ich bin das schlimmste Ding seit Elvis Presley. Ich bediene mich bei der schwarzen Musik und benutze sie, um reich zu werden. Für gute Verkaufszahlen mussten Troubadoure früher den lachenden Vagabunden spielen oder das Heimweh der Griechen besingen. Heute genügt schon die Ermordung eines Schwulen. Eminem. Ich habe die Machete von O.J. Ihr Schwuchteln setzt mir ja so lange zu, bis ich euch vor dem Messer habe. Gold für Eminem, weil wieder mal das Opfer den Mörder zur Notwehr reizte. Und Platin für seinen Amoklauf an Schulen. Ich, der Serienmörder, der Werkzeuge versteckt, ich mach euch alle, vom Schulrektor bis zur kompletten Schülerschaft und den Vertrauenslehrer. Das ist außen. Da haben sogar schwer bewaffnete Eltern in Texas Bedenken. Aber sie mögen Eminems Nationalstolz. Ach, diese Streifen, diese Sterne, für die Männer gestorben sind, Amerika, du weißt. Ich liebe dich. Sie mögen auch, wie er sich nach dem Mord an der Mutter um die Tochter kümmert, die Fantasie vieler Ehemänner. Als Vater vermeide ich Schimpfwörter. Ich würde meine Tochter nie etwas hören lassen, das sie verstören könnte. Deshalb nehme ich jeden Song einmal für alle auf und für meine Tochter bastle ich extra eine ganz saubere Version. Alle lieben ihn, die weißen Kids in reichen Stadtteilen und die Black Community, die betont, er sei ein wahrhaft Schwarzer. I subjected my way, motherfucker, at your fucking face, motherfucker, the great motherfucker in the place, motherfucker. Der Standardreim, motherfucker, reimt sich auf motherfucker. Ja, die Weißen waren natürlich erschrocken, als im Rap der Großstadtghettos zuerst die Missstände angeprangert wurden und noch mehr, als plötzlich Zuhälter zu singen anfingen.
Da wurde Eminem die Identifikationsfigur der weißen Söhne, die ihre Angst vor selbstbewussten Frauen und dem eigenen Schwulsein bei Schwarzen nicht so gut aufgehoben fühlen. Wenn der Kampf um Gleichberechtigung eine Gegenbewegung herausgefordert hat, dann ist Eminem der Held dieser Gegenbewegung. Dafür wird Eminem vom Mainstream geliebt. Schreibt der Eminem-Biograf. Ja, der Mainstream-Rap drückt unverblümt aus, was Bild, Spiegel und Wissenschaft auch sagen. Die Autorität des Mannes droht zu schwinden und damit gerät der Kreislauf von Fortpflanzung und Krieg in Gefahr. Eminems besonderer Charme liegt nun in der Psychologisierung böser Absichten für den Freispruch. Er schlägt die Frau nicht, weil sie nach ihrer Schicht zu wenig Geld anschleppt, sondern weil seine Mama ihn schlecht behandelt hat. Es hat alles damit angefangen, dass mir meine Mutter mein Rad wegnahm, weil ich mein Meerschweinchen alle gemacht und in die Mikrowelle gesteckt habe. Verdammt schwere Jugend. Schon in der Schule ging's los mit der Mama-Rache. Ich dachte an mein Meerschweinchen, packte die Schnalle an den Haaren, schleifte sie hinter mir her, zerrte sie hinauf auf höchste Sprungbrett und warf sie hinunter. Er wird älter, geht in einen Waschsalon, wo all die geilen, fetten Aso-Blondinen zugange sind. Und bedroht eine Frau. Ich bin Vergewaltiger und schon öfter aus dem Gefängnis geflohen, also gib mir dein Geld, Schnalle. Keine Tricks, weil du nämlich fett bist. Ich griff nach der Wumme. Nun kommt die Metapher für die selbstbewusste Frau. Aber dann ging sie auf mich los. Ich krachte durch die Glastür, sprang wieder auf, wollte der Schnalle doch bloß an die Wäsche und ihr die Handtasche klauen. Jetzt will ich sie umbringen. Ein Mann, sie droht. Ich schoss fünfmal auf sie, die Kugeln prallten von ihr ab. Der Panzer der emanzipierten Frau. Er will seinen ledierten Selbstwert retten. Ich holte meinen Knüppel raus, ich rief also, Schnalle, nun wollen wir doch mal sehen, wer zuletzt lacht, und fickte die fette Schnalle zu Tode. Ein Grammy für die Vergewaltigung bis zum Tod. Eminems Manager meint, nur die größten Künstler bringen diesen Mut auf, sich da draußen hinzustellen und zu offenbaren. Ja, manche schneiden sich auch mal ein Ohr ab. Wer nun dem deutschen Star-Rapper begegnet, der muss aufpassen, dass er Eminem nicht für ein Weichei hält. Hier räumt Bushido ab, 6-mal Gold, Platin. Beim MTV Musik Award lässt der Rammstein, Silbermond, Tote Hosen und Sportfreunde Stiller hinter sich. Jetzt kommen Ausschnitte von Bushido. Es ist widerlich, aber man sollte die deutschen Hits kennen, denn so oft das Fernsehen Howard Carpendale als Topstar anbietet, der erfolgreichste Schlagerfuzzi ist Bushido. Berlin wird wieder hart, denn wir verkloppen jede Schwuchtel. Ihr Tunden werdet vergast, Zecken in den Zoo. Koch mir Hummer, Fotze. Deine Mutter, deine Schwester, ich, Punkt, 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 bis sie Blut kotzen und krepieren. Siehe Bin Laden, ich hätte es ähnlich getan. Ich mache einen Anschlag auf dich wie in Tel Aviv. Ich bin Taliban. Und wenn ich will, seid ihr alle tot. Keine Poesie. Da werden Schwule vergast, Frauen vergewaltigt, Juden ermordet. Jungmänner suchen seine Nähe wie die des Führers. Die Süddeutsche fragt ihn, ob er als Deutsch-Tunesier, wenn er schon alle Frauen morden möchte, nicht wenigstens gegen Nazis sei. Bushido? Ach, Multikulti-Brei. Ich bin der deutsche Rapper in Deutschland. Im Konzert schrien Nazis Azad als Kanaken nieder. Aber als ich auf die Bühne kam, haben die Typen gejubelt. Für Jugendliche ist es kein Widerspruch, Bushido zu hören und NPD zu wählen. Warum auch? Der Mainstream-Rap will alles ausmerzen, was ihm weich dünnt. Eminem sagt, ich habe jedes Anzeichen von Weiblichkeit aus meiner Persönlichkeit verbannt. Ich hasse Frauen und projiziere alles, was ich an mir selbst hasse, auf Frauen. Dahinter verbirgt sich die Ahnung des Mannes, dass erst ein Leben, in dem männliche Tugenden verbannt sind, Härte, Disziplin, Leistung, Messbarkeit, Gleichschritt, lebenswert wäre. Mainstream-Rapper wiederholen einfach nur, was Blödmänner in allen Zeiten zu wissen meinten. Fällt dem jungen Mann aber zu Frauen und Schwulen, manchmal auch zu Juden, nur das ein, was sein blödester Onkel besoffen leiht, herrscht eine pubertäre Notlage. Es gibt keine Abgrenzung. Sogar die Übersetzung von Männerfantasien in Fäkalsprache gleicht nur dem Gegröhle auf Schützenfesten um 2 Uhr nachts. Die Differenz liegt im Rhythmus und in der Besessenheit, mit der man Frauen unbedingt quälen möchte. Dagegen kommt einem Elvis wie Amnesty International vor. Applaus